Das ist Corbinian. Ursprünglich stammt er aus Simbach am Inn. Doch seit rund 5 Jahren lebt der Bayer in Moskau. Gemeinsam mit seiner Partnerin Nadja und der Katze Axel. Doch durch den russischen Einmarsch in der Ukraine ist das ruhige Leben der beiden seit einigen Monaten ziemlich auf den Kopf gestellt. Was ist das hier für eine Kiste? Das ist eine Katzenbox, die haben wir uns angeschafft im Ende Februar, weil wir gesagt haben, wir müssen jederzeit bereit sein, mit der ganzen Familie inklusive Katze zu flüchten. Ich habe sofort einen Heiratsantrag gemacht und ich habe dafür gesorgt, dass die Katze transportfähig wird und auch Impfungen kriegt. Wieso Heiratsantrag? Ja, davor waren wir jetzt 4,5 Jahre quasi in wilder Ehe zusammen und dann war natürlich die Überlegung, was ist, wenn ich jetzt nach Deutschland fluchtartig muss, das Land verlassen muss, was passiert mit Nadja, meiner Partnerin, kann die mit? Das deutsch-russische Paar lebt in einer Mietwohnung unweit des Zentrums im aufregenden Moskau. Die Frage ist, will die gebürtige Moskauerin Nadja ihre Heimatstadt überhaupt verlassen? Möchtest du in Russland bleiben oder möchtest du weg? Ich möchte in Russland bleiben. Ich möchte auf jeden Fall nicht in eine Kleinstadt mit 10.000 Einwohnern ziehen. Echt nicht. Vielleicht Wien? Ja, denn ich singe Oper. Ich studiere Operngesang an der Akademie hier. Da könnte Wien vielleicht eher passen. Nur eines ist sicher. Katze Axel wird auf jeden Fall dabei sein. Auch Perry Neumann lebt seit vielen Jahren in Moskau. In einem modernen Businesszentrum im Herzen der russischen Megacity trifft Galileo-Reporter Nico den 56-jährigen Geschäftsmann. Das ist euer neues Büro hier? Nein, das ist nicht neu. Das ist unser Büro seit November 2014. Okay. Wir haben nur schon bereits begonnen mit Rebranding bzw. Neutralisierung des früheren Firmennamens und der früheren Firmenlogos. Mehr als 1.000 Mitarbeiter arbeiten hier. Früher waren sie Angestellte des Logistikriesen Kühne und Nagel. Der hat sich nun freiwillig vom russischen Markt zurückgezogen. Und Perry ist sofort eingesprungen. Und hier sieht man auch, in Russland gibt es auch schon Menschen, denen deine Meinung einiges bedeutet, anscheinend. Mir war es in erster Linie wichtig, was wir über fast 15 Jahre aufgebaut haben, weiterzuführen und der Firma und den Mitarbeitern eine Zukunft zu geben. Ich wäre todtraurig gewesen, wenn die Firma sich vom Markt zurückgezogen hätte und wir hätten über 1.000 Mitarbeiter freisetzen müssen. Der ehemalige leitende Angestellte hat das Geschäft für Russland, Belarus, Kasachstan und Aserbaidschan jetzt übernommen. Zumindest kann er sich auf ein eingespieltes Team verlassen. Wir arbeiten bereits seit 15 Jahren und mehr zusammen. Wir sind wie eine Familie. Wir verbringen sehr viel Zeit miteinander. Und wir sagen hier, er ist wie unser Vater. Jetzt heißt die Firma Neutech, ein Verweis auf den deutschen Chef. Das Ziel, im Rahmen der unzähligen Restriktionen den Handel mit Russland aufrechterhalten. Nach der Arbeit macht sich Perry mit Nico auf den Weg nach Hause. Früher verbrachte er mindestens 200 Tage im Jahr auf Geschäftsreisen. Heute hat er den Flieger gegen den Firmenwagen getauscht. In Moskau insbesondere, wenn man ein bisschen außerhalb wohnt, ist man viel im Auto unterwegs. Und wir sind vor ein paar Jahren außerhalb vom Zentrum gezogen, als die Kinder kamen. Und vor Covid war ich im Schnitt jeden Tag 3 bis 5 Stunden im Auto unterwegs. Hier, ich habe hier mein fahrendes Büro, ich mache hier meine Telefonate, meine Zoom-Konferenzen, mache meine E-Mails hier. Die Zeit ist nicht verschwendet. 2 Stunden Fahrt zur Arbeit. In Moskau, Business as usual. Zurück bei Corbinian aus Bayern. Gemeinsam mit unserem Reporter Nico macht er sich auf den Weg zur Arbeit. Corbinian ist Osteopath und Physiotherapeut. Ich habe es mir überschlagen, die letzten Wochen zu 50, 60 Patienten, die im Zeitraum Dezember bis Ende Februar bei mir waren, die einfach jetzt nicht mehr hier sind. Die meisten deutschen Zuwanderer in Moskau haben für ausländische Firmen gearbeitet und gemeinsam mit ihren Arbeitgebern seit Februar das Land verlassen.
Allerdings gibt es in Russland eine weitaus größere Gruppe, die in der Statistik als Deutsche auftaucht. Russlanddeutsche. Die Russlanddeutschen leben oft bereits seit Generationen im Land, haben kaum Verbindungen zu Deutschland und sprechen auch nur in den seltensten Fällen Deutsch. Angekommen bei Corbinians Arbeit. Seine Rolle als deutscher Zuwanderer macht ihn in der Klinik zu etwas Besonderem. Ich bin, denke ich, nicht der einzige deutsche Physiotherapeut in Moskau, aber der einzige Manualtherapeut und Osteopath, definitiv. Also das ist ein Alleinstellungsmerkmal. Made in Germany ist immer noch, glaube ich, gerade im medizinischen Bereich, ein wahnsinniges Qualitätsmerkmal. Bei wohlhabenden Kunden nimmt Corbinian Hausbesuche vor. Wer herkommt, soll dagegen sehen, woher der Doc stammt. Und nur deutsche Zertifikate? Ja, das ist ganz wichtig. Das ist ganz wichtig. Also das sind jetzt teilweise die guten Zertifikate, also Abschlusszertifikate, die sind im Schrank verstaut. Aber Hauptsache, es steht was auf Deutsch drauf. Dabei gilt Deutschland seit März als unfreundlicher Staat in Russland. Wenn jetzt hier die Tür geschlossen ist, ja, dann redet ihr ja wahrscheinlich auch mal irgendwie. Wird da derzeit viel über Politik geredet oder wird das eher umschifft, das Thema? Von den Patienten her ist es ganz unterschiedlich. Also es gibt Leute, die wirklich kommen rein und wollen sich richtig auslassen und wollen wirklich darüber sprechen. Und dann gibt es Leute, da weiß man, da spricht man das Thema besser nicht an. Die Politik greift mittlerweile stark in sein Leben ein, gerade was das Thema Geld betrifft. Ich wäre generell in Rubel ausbezahlt. Von dem her ist diese Kursschwankungen momentan relativ, sage ich mal, nicht so, haben keine so großen Auswirkungen auf mein tägliches Leben. Aber natürlich bezüglich Thema Sparen, ja, also Geld zum Beispiel dann in Euro zu wechseln und dann nach Deutschland zu bringen oder zu überweisen, das ist natürlich schon ein Thema. Man sagt, Prostatit hat geweint, aber das dann noch mit dem verdienstigen Center da. Die Behandlung verläuft in fließendem Russisch. Mit den Patientinnen und Patienten gibt es keine Probleme. Doch die politischen Spannungen wachsen mit jedem Tag an. Auch unser Reporter Nico Karasek lebt bereits seit 6 Jahren in Moskau. Die Veränderungen seit dem 24. Februar spürt er deutlich. Ja, das ist natürlich erstmal die sichtbarste Veränderung. Wo früher eine Werbung für ein Shampoo oder ein neues Handy hing, sind jetzt überall diese Z-Plakate. Hier steht jetzt zum Beispiel für Russland und für die Kinder des Donbass. Russland hat sich jahrelang damit gerühmt, eines der modernsten Banking-Systeme zu haben. Aber jetzt kann sich jeder, der irgendwie Geld aus dem Ausland empfängt, halt kein Geld mehr zuschicken. Das heißt, man muss Bargeld mitnehmen und dann zu so einer Wechselstube hier gehen. Das Problem damit ist, dass bei den offiziellen Wechselstuben ein Ausländer wie ich gar kein Geld mehr wechseln darf oder nur ganz wenig. Was natürlich auch ganz extrem auffällt, ist, dass in Russland das Internet wirklich noch vor einem halben Jahr schneller war als in Deutschland. Und mittlerweile sind einfach unfassbar viele Seiten gesperrt. Das heißt, man braucht ein VPN. Und mit oder ohne VPN ist es alles deutlich langsamer und funktioniert teilweise auch nicht mehr so richtig gut. Und so wird das Leben für die verbliebenen Ausländer und Expats in Moskau mit jedem Tag ein Stückchen unbequemer. Zurück bei Geschäftsmann Perry Neumann. Gemeinsam mit seiner Frau und den 3 Kindern lebt er in einem Villenvorort, etwa 40 Kilometer vom Zentrum der Stadt entfernt. Das Haus haben sie selbst gebaut. Ein Umzug ist auf absehbare Zeit nicht geplant. Es ist Außenstehenden oft schwer zu erklären, die nie im Ausland gelebt haben und vor allem die noch nie in Russland waren. Also und für mich ist Heim und Heimat da, wo meine Lieben sind, wo meine Familie ist, wo meine Freunde sind, wo man sich wohlfühlt. Und das ist für mich Moskau. Doch seine Frau Katja macht klar, dass sich vieles verändert hat. Okay, natürlich die Stimmung von Leuten ist anders geworden. Viele meiner Freunde sind von Russland weggegangen. Das ist auch eigentlich traurig. Alle sind sich noch nicht schlüssig, ob sie wirklich dort dann bleiben werden. Aber im Moment sind sie einfach mal weg und das schon seit März, seit alles begonnen hat. Natürlich versucht die Familie, das Leben so gut es geht zu genießen.
Doch auch wenn in Moskau kein Krieg herrscht, ist das Thema allgegenwärtig. Ihr habt auch eine ukrainische Nanny hier, ja? Spielt denn die politische Lage bei euch oft eine Rolle? Also redet ihr da oft drüber? Ja, eigentlich, wir reden darüber jeden Tag. Es ist ein absolut öffnete Topic und sie teilt mit mir alle Nachrichten. Und ehrlich, wir haben heute zusammen geweint, das ist alles sehr, sehr, ich weiß nicht, touchy. Und sie ist für mich wie ein, ich weiß nicht, wie eine Mutter. Sie ist zehn Jahre mit uns in der Familie. Wie ist es in so einem Umfeld mit Kindern? Kann man da noch die richtigen Dinge mit auf den Weg geben? Natürlich ist für uns wichtig, Werte zu vermitteln, aber es ist nicht einfach. Es ist wirklich eine Herausforderung, weil das ganze Umfeld spielt eine große Rolle in diesem Bereich. Und wenn Kindergeburtstage sind, die Kinder kriegen von unseren Freunden dann Geschenke ohne Ende. Die waren teilweise gar nicht aufgepackt. Ihre Kinder gehen auf eine internationale Schule. Propaganda und Drill sind dort noch außen vor. Der 56-jährige Geschäftsmann ist überzeugt, dass sein privates und berufliches Glück trotz allem am ehesten hier liegt. Hast du vielleicht auch das Gefühl, dass wenn du hier bleibst, dass du vielleicht, sagen wir mal, das Land auch ein bisschen stärker beeinflussen kannst? Ich meine schon, abgehoben möchte ich nicht sein, das Land beeinflussen zu können. Ich hoffe, was beitragen zu können im Land. Man kann in Russland nur was bewegen, wenn man hier vor Ort ist. Entweder hier und dann voll und ganz oder nicht hier. Und dann bist du weg. Mahlzeit. Bei Osteopath Korbinian und seiner Nadja ist die Situation nicht ganz so eindeutig. Wie reagierten eigentlich deine Familie in Deutschland darauf, dass du jetzt in Russland bist? Sagen die dir, oh gut, du musst nach Hause kommen oder wie ist das? Sehr gemischt. Also meine Mutter ist jemand, die sagt einfach nur, mein Sohn ist alt genug, um selber zu entscheiden, was richtig ist für ihn. Vor allem mein Großvater, der auch noch so ein bisschen die Ende der Kriegsjahre erlebt hat. Als kleiner Bub, der denkt ein bisschen anders drüber. Der sagt natürlich, komm heim, in Sicherheit. Früher ging es für Korbinian alle 2 Monate nach Bayern. Das ist wegen fehlender Flüge nun nicht mehr möglich. Für ein bisschen Heimatfeeling geht's stattdessen in den Biergarten. Doch auch hier ist einiges neu. Was hätten Sie gern? Ich habe schon gesehen, mein Lieblingsbier gibt es nicht mehr. Ich nehme einen Trigger. Wir hatten früher immer Augustiner, unser Lieblingsbier, also nicht mir, meiner Freunde aus Bayern. Und das gibt es leider nicht mehr. Gibt es mehrere Produkte, wo du sagst, okay, das gibt es jetzt nicht mehr? Ja gut, also es sind halt einfach die ganzen großen Firmen, die man aus der westlichen Welt kennt, die ja nicht mehr da sind. Ja. Aber wenn man mal einfach im Sommer mal schnell irgendwie hier weißes T-Shirt braucht oder mal schnell irgendwelche Schlappen, dann ist man halt zu diesen Geschäften gegangen. Es sind halt jetzt einfach nicht mehr da und da gibt es auch noch keinen Ersatz. Weißbier und Markenshirts geschickt. Aber gäbe es für ihn einen Punkt, wo er seine Zelte in Russland tatsächlich abbrechen würde? Zum einen Sicherheit. Das war am Anfang relativ unschaubar. Inwieweit wird der Konflikt auch sich nach hier verlagern und was passiert wirklich hier direkt in Moskau? Und das andere ist natürlich definitiv, wie wird es mit der Reisemöglichkeit weiterhin aussehen? Wie regelmäßig ist es mir möglich, nach Hause zu kommen, Familie zu sehen, Freunde zu sehen? Über dem allen steht natürlich das Moralische, dem er sich natürlich ständig hinterfragt und sagt, okay, wie weit soll es noch gehen, was muss noch passieren, dass man das jetzt komplett abbricht. Es ist nicht leicht, denn auch er hat sich hier ein Leben aufgebaut. Und so lautet der größte Wunsch von allen am Tisch, Frieden für die Ukraine. Prost, Prost. Auf den Frieden. Auf den Frieden.